Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schief gegangen, aber ja, scheißegal. Das Arthog ist auf jeden Fall wieder angesagt, Leute. Ihr seht mich wieder im Sago, im Polunder, im Poloshirt, mit der Falschflie, mit meiner Cap. Zweiter Advent. Tja. Doch. Gibt es halt nicht viel zu sagen. Ich halte das Video jetzt auch nicht lang. Das geht höchstens 2, 3 Minuten lang. Ansonsten. Auf jeden Fall, der Grund, warum ich das so kurz halte, ist. Jo. Ich mache jetzt eine fette Leid. Wo halt nicht so gut in die Schule sind, halt so. Halt so, klar, so Klassstufe 7, 8. Helfe ich denen halt weiter in so Sache. Jo, Chemie oder so, keine Ahnung, das Buch hier. Jo, Chemie. Und, ihr Leute, auf jeden Fall, jo, ich habe mich jetzt auch kurz, weil mein Lehrer, der hat ja gesagt, weil ich hatte ja komischerweise in der Klasse, mir wurde mündlich überprüft, ich hatte ja komischerweise die beste Note. Jo, habe ich auf jeden Fall richtig die geile Show abgezogen. Und ich wiederhole das definitiv im nächsten Video. Egal, das Video, das geht jetzt schon fast, 1,5 Minuten. Ich mache jetzt auch schnell. So, Sina vom letzten Mal noch die Kerz. Und das Log gibt dann Usri Heidi Kerz. So, machen wir mal die Ärmel hoch und hoffe, dass ich mich nicht so schock wie das letzte Mal. Das ist ja nicht so gut gegangen. Ich stell die Flammen lieber auf Klein. Weiß nie, was halt so alles passieren könnte. Wollte ich das so machen? Warum wollte ich das eigentlich? Wenn das jetzt so spiegelverkehrt ist. So rum, jo. Scheiße. So, die Nummer 1 hätte man. Und noch den Fuck. Ich hasse Feuerzeug. Jo, die ist schon heller. Kennst du gerade zumindest so, welch IT telefonier nach Haus? Jo, oh Gott, das Video ist ja gleich schon vorbei. Auf jeden Fall, die Leute, die ich grüße mich diesmal, sind halt, ja, mein Kumpels habe ich jetzt schon genannt. Familie war ich auch fast. Meine Mutter, mein Vater habe ich auch noch nicht grüßt. Egal, auf jeden Fall, es gibt halt noch aha, Leute, grüß halt so ziemlich alle aus meiner Familie, grüße ich jetzt noch weiterhin. Oh, 3 Minuten sind schon vorbei, ich sollte mich kurz halten. Mach mein Feuerzeug wieder bei die andere. Rin. Und ja. Ansonsten hast du noch was zu sagen. Der sieht irgendwie nie was. Komisch. Hast du überhaupt Bock noch mitzumachen? Weil wenn nicht, muss ich mal sagen. Sina so schlecht kennt die Jokes. Ja. Auf jeden Fall, gut, ich mach das Video jetzt länger. Scheißegal jetzt auch. Ja. Ich habe auf jeden Fall, da muss ich euch mal Story erzählen. Ich und mein Kumpel Robin, mein Kumpel Joshua, wir sind halt auf dem Schulhof, sind wir halt so gegangen, ich habe denen zugehört, haben halt lecker mein Fleischkäsebrot gegessen. Jetzt kommt's leid. Ich lache mich so tot, ich verschluck mich dran und ihr kennt doch das Gefühl, wenn du Brot, wenn du was gegessen hast, das fühlt sich dann so an, als ob das so hin und hochgegangen wäre, halt so schön hoch anstatt runter. Da hatte ich dann einfach so den besten Spruch gemacht. Habe ich so zum Robin gesagt, oh, ich glaube, ich habe Brot in der Nase. Und jetzt habe ich mir überlegt, falls, also wirklich nicht, falls mal von mir irgend so Merch rauskommt oder so, dann wisst ihr jetzt schon, was es wird. Das wird dann ungefähr so Zeichnung. Da steht dann halt einer drauf, hält sich dann so die Nase zu. Dann flieht neben dem noch so schön ins Brot. Halt so ungefähr soll das dann aussehen. Und dann seht ihr halt so, oh, ich glaube, ich habe Brot in der Nase. Aber so schön auf Saarländisch. Das gibt dann auch so Zeichnung von mir. So ungefähr wie meine Karikatur. Ach ja, meine Karikatur hier noch gar nicht gesehen. Machen wir die Kerz aus. Rauchmelder, scheiße.
Mieft ganz schön. So, ihr Leute, ich zeige euch nur meine Karikatur, aber dann hier auch auf. So, ihr Leid, darf ich vorstellen, das bin ich. So, sieht doch gut aus. Hat so Charlie Chaplin Akteur oder was da war gemalt. Da war, glaube ich, letzter Tag, wo ich meine Oma gesehen habe. Jo, war da drauf, fast die Woche ist sie gestorben. Ist halt schade. Ist aber auch ein gutes Ahndenke. Und ich finde, mir gefällt es einfach. Ich glaube, das Dorf gibt sogar jetzt mein YouTube-Profil. Jo. Ist halt schade, ich habe halt von meiner Oma noch kein Bild im Zimmer hängen, aber ja. Dato ist das Bild von meiner anderen Oma. Die ist auch gestorben. Tja, aber 4 Jahre lang im Krebs kämpft, die hat durchgehalten. Jo, ihr Leute, da täte ich jetzt auch mal sagen. Hänge ich das Bild da wieder auf? Und jo. Ihr Leid, soweit hätte man das noch. Und ja. Ich werde euch auf jeden Fall jetzt später halt das Video mit dem Chemiezeug dort zeigen und ja. Gut, ihr Leid. Dann ziehen wir uns das nächste Mal wieder und ich sage euch, wenn ihr euch da nicht kaputt lache, versteht ihr definitiv kein Saarländisch. Ich muss den Saarländisch Crashkurs machen. Fange ich doch gleich dort nochmal an. 3 Videos an einem Tag. An sowas muss man mal denken.